Wie kreativ die sind, was sie da auf die Beine stellen. Ja, das ist halt dann traurig. Ne? Gut, wenn man Custom Maps nicht kennt, nie gespielt hat, hat man da vielleicht nicht so die Vorstellungskraft, was so gehen würde. Mal guck dir hier die alte Weltmap an, da ist eine ganze Stadt gebaut. Ja, warum gibt's sowas nicht anders? Was ich meine? Also. Aber so hat auch jede andere Vorstellung von dem Spiel. Wie gesagt, so wie es jetzt ist, ist es gut, so alle 2 Monate mal reinzugucken, Wochenende Gas zu geben, ein bisschen Spaß zu haben. Aber halt nicht mehr so, wie es früher für mich war. Also ich könnte nicht jeden Tag was streamen, da bin ich bekloppt werden. Auch nicht jedes Wochenende, selbst da bin ich bekloppt werden. Aber wie gesagt, es gibt so viele geile Custom Maps, die neue PUEs reingemacht haben, die einfach mega sind. Und ja. Also ist der Aufwand jetzt auch nicht so groß, ja, wenn das einzelne Leute machen können. Ja, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Warum nicht einen Pool haben von 50, 60 PUIs? So, dass die Maps mal ein bisschen unterschiedlicher sind. Als ob da reichen an Holz, ne? Bam, 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 bam. Alter. What the fuck? Ja, Junge, hätt's aber mal. Also ich glaube nicht, dass hier Loot drin ist. Aber jetzt ziehen wir's durch. Ihr habt so gewollt. Was ist jetzt passiert? Dass er den Boden mit weggemacht? Ja, das ist natürlich scheiße. Komme ich ja gleich gar nicht hoch, ey. Na egal, wir picken trotzdem mal raus hier. So, kann ich wenigstens mal den Chat lesen. Grafiktechnisch, ja, Grafik ist jetzt auch nicht so wichtig, denke ich. Warte auf The Day Before, sieht mega interessant aus, erinnert mich an die alten DayZ-Mods. Ja, aber ein Spiel doch DayZ. DayZ ist doch mega mittlerweile. The Day Before ist doch das, was so ist wie The Division, ne? Ja, die Oilwigs kam auch noch später, ist auch richtig. Also ich habe gehört, dass sie viel ändern, so bezüglich, dass die Landschaften besser aussehen, viele Momente von Aussehen geändert werden sollen. Ach, Monumente, okay. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch kein großer Aufriss, weißt du? Würdest du ja verstehen, wenn man jetzt sagt, so, weiß ich nicht, die Performance geht im Keller oder sonst irgendwas. Aber guck dir die Custom Maps an. Ja. Ist halt so. Halbautomatisch, ja, ich laufe hier mit dem Bogen rum. Ja, das ist Ansichtssache, aber. Das ist Ansichtssache, ob das alleine mehr Spaß macht oder zu zweit oder zu dritt. Ich spiele sehr gerne alleine. Weil da muss ich mich nicht über andere Leute aufregen, wenn ich wegen denen sterbe oder sowas. So muss ich mich nur über mich aufregen. Gerade in Rust ist das ein Problem bei mir. Klar, aber du warst auch mal Spaß, wenn du zu zweit oder so. Habe ich ja auch schon gespielt, so ist es nicht.
Aber es gibt mir da nicht den Kick, als wenn ich Solo spiele. Das ist einfach so. Da weiß ich immer, ist noch ein zweiter, ein dritter da. Alles gut. Weiß ich mal. Wow. Ja doch, ein Campfire wäre da. Ja. Aber doch, ein bisschen haben wir. Wow. Der erste Raid. Ah, herrlich, ey. Ja, immerhin 139 Mopeds hier. Ist doch besser wie nicht, ey. Immerhin. Düb, 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 düb. Da kommt 12 so von, Alter. Danke für den Hinweis, war Gary? Gary war's? Hab ich gar nicht gesehen, wo ich hier vorbeigesmasht bin. Alter, ich bin so zu doof, über die Stufe zu springen hier, oder? Ach so, ist ein Türrahmen. Ja. Du hast mein Pferd geklaut? Du klaust wirklich Rusty? Froh, dass ich dich nicht sehe, ey. Der Geiber war es, okay. Würdest du dir für ein Update wünschen, wo du sagst, das ist so geil, das gibt mir mehr Motivation, was zu spielen oder mehr was zu spielen? Das ist schwer zu beantworten. Also die Motivation, überhaupt wieder Rust zu spielen, war ja schon mal das mit der Werkbänke. Das ist ja schon mal... Also sonst hätte ich Rust wahrscheinlich noch seltener gespielt. Weil das ist ja eine Sache, ich baue, kann ja jetzt eine Werkbank bauen. Ich baue halt eine Werkbank und kann halt ja, Dinge lernen, wie ich will und bin nicht mehr so vom Glück abhängig. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ansonsten halt einfach schwer zu sagen, keine Ahnung. Einfach mal halt was Neues, weißt du? Ich meine, gut, wir gucken uns die Tunnel gleich an. Bin da ja einmal schon so durchgefahren. Ja, ist jetzt auch nichts, was sich irgendwie vom Hocker haut. Aber klar, gucken wir uns mal an. Weiß nicht, wie ich schon sagte, guck dir manche Custom Maps an, wenn sowas halt mal einfach ein Rust-Update wäre. Ich glaube, das würde so den einen oder anderen anfixen. Rust ist halt mittlerweile so ein... Ja, so ein Mischmasch irgendwie. Weißt du, ganz am Anfang war Rust mal noch ein bisschen mehr Survival, dann ist es ganz weggegangen von Survival, ist nur in Richtung Clans und PvP gegangen. Also ganz weg von Solo-Duo-Geschichten. Dass für die Leute irgendwas Neues reinkam, die wurden komplett ignoriert. Jetzt haben sie wieder so ein bisschen so auch für die Solo-Duo-Leute was gemacht. Mit diesem Werkbank-Gedöns halt zum Beispiel. Weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn ich richtig PvP spielen will, spiele ich Tarkov. Ja? Punkt. Also Rust ist für mich kein Spiel, wo ich sage, ich spiele Rust des PvP wegen. Was ich früher getan habe, aber heute nicht mehr. Da gibt es so viele Spiele, die einfach viel, viel besseres PvP haben. Das ist so Punkt 1. Weißt du? Was habe ich hier für... Ja, du hast schon so Grundmöglichkeiten, waffentechnisch, kannst ein paar Attachments dran machen. Aber wie gesagt, wenn du einmal Tarkov gespielt hast, ja, dann weißt du erst, was richtiges PvP-Spielen ist. Oder was richtiges Shooter-Spielen ist.
Rust ist halt so ein Mix mittlerweile aus allem. Ja, du hast ein bisschen Survival drin, aber nein, du kannst dir eine Foundation hinstellen, Alter, damit der Bär und der Wolf dich nicht angreifen kann, sondern du sie einfach wegschießen kannst. Wo ist der Sinn? Das ist schon mal das Erste. Wo ist der Sinn? Das ist ein fucking Bär oder ein fucking Wolf, Alter. Du baust eine Foundation aus Stroh dahin und du hebelst die ganze Mechanik aus und das seit Anfang an. Das interessiert keinen. Dann nimm sie raus, weißt du? Wofür dann Bären und Wölfe rein? So, dann gesagt, es gab mal eine Zeit, da ging es um Survival, da musstest du viel mehr essen, trinken und sowas. Hast du alles nicht mehr. Jetzt gehst du, so wie ich es gemacht habe, einmal zum Fluss, Alter, erntest dir einmal 40 Kürbisse. So, rein theoretisch brauche ich heute Abend mich um Essen gar nicht mehr kümmern. Weiß ich nicht. Das ist alles... Ja. Weiß ich auch nicht. Also ist jetzt nichts, was Langzeitmotivation in mir raushaut. Ja, also wie gesagt, so alle zwei Monate mal so ein Wochenende. Logisch, macht Spaß. Ja, jetzt haben wir natürlich auch doch wieder was. Aber Langzeitmotivation hat das alles nicht für mich. Weil der Survival-Faktor ist komplett weg. Komplett in diesem Spiel. Den gibt's einfach nicht mehr. Ja, da ging ja die ganze Zeit der Weg hin, MacGyver, in Richtung PvP. Selbst einer mit nur 60 Stunden kann auch was wissen. Ja, doch, darum geht's doch nicht. Wer hat denn was dazu gesagt? Also Anzahl der Stunden ist völliger Schwachsinn in Rust. Habe ich schon immer gesagt. Also wenn ich manche Leute höre, so, ja, wir suchen noch zwei Mitspieler, aber mindestens 1000 Stunden plus. Also du kannst mit 1000 Stunden plus eine Nulpe sein im PvP und eine absolute Nulpe in diesem ganzen Spiel, Alter. Und wenn du jahrelang Shooter gespielt hast, kannst du mit 10 Stunden in Rust ein PvP-Gott sein. Also die Stunden sagen halt gar nichts aus in dem Spiel. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, wenn der das einfach klaut, kann ich ja nichts für. Ja? Und die Haustür sind da lange Zeit. Also ich brauch mal Licht hier. Hey! Wie gesagt, das ist halt ganz nett. Also ich habe damals mit Rust aufgehört, weil es mich einfach angefuckt hat, dass ich so vom Glück abhängig war. Ich habe mal einen Tag oder anderthalb Tage Rust gespielt, ohne überhaupt eine Schusswaffe zu finden. Ja? So, das ist hiermit ein bisschen anders jetzt mittlerweile. Oder auch ein Garagentor oder sonst was. Du spielst manchmal zwei Tage, du spielst 30 Stunden Rust oder 40 Stunden Rust, du findest kein Garagentor. Ja? So, das war die Sache, warum ich damals mit Rust überhaupt aufgehört hatte. Weil ich als Solo-Spieler und als Gelegenheitsspieler, wenn ich die Zeit habe, 30, 40 Stunden Rust zu spielen und sehe dann, dass ich ja 20% der Items erreicht habe, die ich erreichen kann, wo ist der Sinn, weißt du? Was ein reiner Glücksfaktor war. Und die Geschichte jetzt hier gleicht das schon mal ein bisschen aus. Ja, man muss viel Scrap farmen, wenn man jetzt sagt, man schaltet sich den Scheiß so frei. Vollkommen richtig, aber man hat die Möglichkeit wenigstens. Ne? Was ja schon mal ein Weg in die richtige Richtung ist. So, Crossbow brauchen wir. Gucken, ob wir damit ein bisschen was treffen. Ja, aber wenn es jetzt so Sachen sind wie, keine Ahnung, dass man sich heben kann oder dass man sich hinlegen kann oder dass man Mörser hat oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Wird für mich jetzt keinen Unterschied machen, ob ich mich jetzt hier hinlegen kann. Weißt du? I don't know. Oder ob ich jetzt hier, wie du sagst, einen Mörser machen kann oder sonst was. Ja, Rust ist auf PvP ausgelegt oder auf PvE. So Roleplay-Geschichten, was leider nicht meins ist, was aber Geschmackssache ist. Dann kannst du super Rust spielen, definitiv, auf dem PvE-Server. Wenn du einen guten hast. Ja. Aber wie gesagt, PvP... gibt es einfach bessere Spiele, die das PvP besser machen. Warum soll ich für das PvP willens Rust spielen und mir, ja keine Ahnung, erstmal 20 Stunden rumeiern, um mir die Waffe zu besorgen, die ich haben möchte,
Mir irgendwie eine Butze hinbauen und ja, warum? Wenn es nur um PvP geht. Wie gesagt, wenn man so eine Mischung haben will, ist was genau das Richtige. Weil du hast ja von allem ein bisschen. Ja, du hast so ein bisschen Survival-Faktor, der nicht wirklich da ist. Du hast Base-Building, was super ist. Du kannst Traps machen, du kannst Strom machen, was super ist, Strom. Du kannst das jetzt mit dem Wassergedöns machen, kann man von halten, was man will. Rust versucht halt so, alle Seiten zu bedienen. Ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. So! Wir haben noch 160 Scrappy. Kann noch was leeren oder was? Ist natürlich auch noch nicht optimal gelöst, das Ganze hier, muss man auch sagen. Ne? Ich kann aber auch mal gucken, haben wir das Bandit Camp? In der Nähe wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich am Arsch der Welt. Wir hätten die Parabolantenne, wir haben Bergbau Außenposten. Das Klärwerk. Verlassene Hütten. Verlassene Hütten gibt es eigentlich auch eine grüne Karte, ne? Ich glaube, das Problem ist einfach, ja, dass ich schon so lange Rust spiele. Dass man so die ganzen Veränderungen mitgekriegt hat. Ich glaube, wenn man jetzt so mit Rust anfängt und diesen Stand hat, dann ist Rust wahrscheinlich super für einen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Wie gesagt, ich würde es ja auch gar nicht schlecht reden. Mir macht es ja auch Spaß. Aber halt nicht so, dass ich sage, ich spiele es einmal die Woche oder jeden Tag oder so. Und sonst die Pfeile ist bei meinen Künsten ein bisschen wenig. Nehmen wir ein paar Pfeile mit. Ja, das ist halt so das andere Problem, was Rust auch schon immer hatte. Du hast in Rust einfach kein faires PvP. Wirst du niemals haben. Zumindest nicht, wenn du, keine Ahnung, Solo, Duo, Trio, du spielst auf einem German Starter Server zum Beispiel. Ja. Da kannst du es als Challenge sehen, irgendwie als Solo, Duo oder auch Trio da rumzurennen. Aber im Endeffekt lohnt sich das nicht, da zu spielen. Weil du wirst definitiv geradet werden von irgendeinem Clan, der da rumrennt. Ja, aber das ist in Rust schon immer. Das gehört in Rust dazu. Das muss man halt wissen auch. Und dann muss man halt gucken, dann muss man halt auf einen Duo-Server gehen, wenn man zu zweit spielt, oder auf einen Trio-Server. Ich meine, die gibt's ja. Klar hast du da auch immer welche, die sich nicht dran halten und sowas. Da wollen wir nicht drüber reden. Ich glaube, der Leuchtturm ist näher. Ich gehe mal zu einem Leuchtturm. Aber es gibt in Rust kein faires PvP. Gab's noch nie. Keine Ahnung, wenn Vibe eine Woche alt ist, ja, wenn alle auf einen einigermaßen gleichen Stand sind. Aber Rust ist halt so ein Spiel. Ja, du kannst den Rust allein durch Anwesenheit so viel ausgleichen. Ja? Wenn du ein absoluter Lobob bist, du hast aber Zeit ohne Ende, wirst du in Rust immer mehr erreichen, als wenn du irgendwie ein bisschen Skill hast und hast nur 5 Stunden Zeit. Ja? Das ist halt einfach so. Aber wenn man das weiß, ist Rust ein gutes Spiel, wenn man damit umgehen kann. Ja. Escape from Tarkov ist leider partout win wegen der Gamma, dem Gamma-Container. Warum das denn? Den weiteren Vorteilen wie größere Stash und bessere Waffen. Ja, ist ja Schwachsinn. Also du kannst Escape from Tarkov dir die normale Version kaufen für 34 Euro. Du kannst dir alles erspielen, wo ist das Problem? Du kannst dir den größten Stash erspielen, du kannst dir den Gamma, den größten Container erspielen. Selbst wenn du die größte Version kaufst, hast du nicht den größten Container. Den musst du dir auch erspielen. Also
Irgendwann ist er, ja, ist halt einfach auch so. Sag ich, also, guck mal, ich weiß, ich habe anderthalb Jahre nicht gespielt oder sowas. Ja, du lockst dich ein, du gehst zum PUI und jede Kiste steht da, wo sie immer steht. Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren stehen die Kisten immer an derselben Stelle. Immer. Also das wäre doch schon mal ja, hier, jetzt machen wir hier Eier. Ist auf jeden Fall einer rumgesprungen gerade. Aber das wäre doch schon mal das Erste. Ja? Dass man sagt, die Kisten stehen random an den Dingern. Random. Durch ein Zufallsprinzip. Nein, die stehen immer an derselben Stelle. Immer. Seit Jahren. Wo ist der Sinn? Ja, jetzt bin ich unten. Das ist richtig scheiße. Aber das ist eben Bad Guy da oben. Wir hoffen einfach mal, dass er uns nicht beschießt. Das sind halt so Kleinigkeiten, weißt du, aber nein, dann wird sich um U-Boote gekümmert und sowas. Sowas verstehe ich halt nicht. I don't know. Es bringt doch schon viel mehr Abwechslung rein, wenn du Kisten halt einfach random verteilst. Und das ist ja wirklich nicht schwierig. Ich meine, das mit den Puzzles und so, das fand ich dann schon ganz cool eigentlich, wo das reinkam. Was halt einfach mal was Neues war. Ja? Das war dann einfach mal was Neues. Aber selbst da weißt du, ja, da und da ist genau das und das. Oh, wir haben sogar einen Hafen nebenan, das ist ja nice. Wenn wir eine grüne Karte finden, können wir gleich eine blaue organisieren. Muss mal eben hochlaufen, dann gucke ich im Chat. Rose Maria 109, Alter. Seid ihr krank oder was? Hey! Und die Sicherung in der Kiste? Was? Na, 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 na. Den weiteren Vorteilen wie größeren Stash und bessere Waffen. Ja, bessere Waffen ist ja auch Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, Geri. Da hast du dich mit Tarkov noch nicht wirklich beschäftigt. Guckst du mal wieder Duo oder Trio? Ja, warum nicht? Aber nicht im Stream dann. Also das würde eskalieren. Rust müsste mich halt mal kicken, weißt du? Wenn mich Rust kicken würde, wäre das alles einfach. Aber aktuell ist es halt so, wie ich sagte. Spiel alle 4, alle 8 Wochen mal ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Das ist, jetzt wird es ja schon wieder ein bisschen. Jetzt ist ja sogar ein bisschen mehr. Also 4 Tage hintereinander. Ich bin auch Banane, Alter. Banane ist er. Ich fand damals auch so das mit dem Tauchen ganz cool eigentlich, wo das reinkam. Aber das macht ja halt auch keine Sau. Oder mal so ein paar Inseln abfahren oder sowas auf dem Wasser. Wer macht das denn? Weißt du? Und ich denke, die Tunnels, das wird genauso enden irgendwann. Da wird keine Sau mehr reingehen wahrscheinlich. Es sei denn, die erhöhen da irgendwie den Loot oder so.
Ja, ist ein bisschen schade, dass hier so tote Hose ist gerade, ne? Ich auch nicht. Ich muss gleich mal gucken, was hier so abgeht auf dem Server. Also ein oder anderen Fight hätte ich ja schon Bock drauf. Botze voll, hau rein, viel Spaß auf der Arbeit. Was sollte wieder zu dem Spiel werden, dass jeder Spieler darauf angewiesen ist, in der Map rumzulaufen und zu farmen, Leute auszurauben, nicht sich eine Base bauen, so zu farmen und den ganzen Server wählen. Ja, du hast das halt nicht mehr so. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass man, wenn man das andere was kennt, so wie es früher war, weißt du? Weil man sagt immer, früher war es besser und so weiter. Das ist ja... Ja, Rust geht halt mit der Zeit, ne? Muss man halt einfach so sagen. Würde ich mal, Rust hätte sich nicht verändert. Hätte Rust niemals diese Spielerzahlen, die es hat. Das muss man ja auch sagen. Würde ich mal, Rust hätte nicht so Autos und den ganzen Scheiß reingemacht, was so jedes Spiel halt einfach bietet, ja? Pferde, Boote, sowas bietet halt jedes Spiel mittlerweile. Würde ich mal, das hätte Rust alles nicht gemacht. Dann hättest du immer so die Leute, ja, wie du und ich so, die sagen, ja, boah, so ist das mega geil. Aber du hättest halt keine neuen Leute gekriegt. Ja, und am Ende geht's ums Geld, ne? Müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Facebook will natürlich Geld verdienen. Ist ja ganz normal. Obwohl, warte mal. Gleich da lang zurück müssen. So, wir müssen jetzt Glück haben, dass wir irgendwie noch eine Sicherung finden. Dann können wir nämlich gleich eine blaue Karte mitnehmen hier. Wieder ein Hartrixer. Nee, ich lese den ab und wann mal auf Facebook, aber ich glaube, der hatte einfach keinen Bock mehr, dass wir uns immer in die Köpfe kriegen. Ich sag ja, wenn ich Rust spiele, weil mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber ich bin halt echt kein guter Mitspieler. Ist halt einfach so. Bin ich nicht. Ich rieche mich über jeden, bin ich aber in keinem PvP-Spiel. Wenn ich im PvP spiele, oder generell, ich bin ein schlechter Verlierer einfach. Ich kann nicht verlieren. Ist nicht in meiner DNA verankert. Und wenn ich dann, wenn wir zu zweit sehen und ich aus meiner Sicht denke dann, ja Alter, das hättest du so und so machen müssen, dann wäre das nie passiert, dann sage ich das halt auch. Ich bin nicht der Typ, der dann die Fresse hält, weißt du? Und ich sehe das natürlich nur aus meiner Perspektive, so wie es mein Mitspieler halt aus seiner Perspektive sieht und denkt, Alter, hast du einen am Kopf oder was? Weißt du? Ist ja ganz normal. Kann das, wenn ich drauf anlege, kann ich das immer so ein bisschen unterdrücken. Aber nach einer gewissen Zeit kommt das einfach durch, Alter. Dann platzt mir irgendwann der Arsch einfach. Und die andere Sache ist, sobald das mehr wie drei Leute sind, laufe ich halt auch amok. Ja? Wenn da keine Koordination mehr ist und jeder rennt rum und macht, was er will und so, das ist halt auch nicht meins. Ich brauche immer so ein bisschen Struktur. Deswegen spiele ich dann lieber Solo. Da brauche ich mich nur bei mich aufregen, was ich auch oft genug tue. Aber das sind so die Problemchen. Komm, Sicherung. Nein, mit Natrixer war das schon okay. Das war echt okay. Wir haben uns ja beide angemoldet. Das hat auch Spaß gemacht.